Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sito. Und da ich nämlich mir gesagt habe, okay, ich habe gerade Dings aufgenommen. Asterix und Obelix XXL. Und ja. Spielen jetzt ein Spiel von Trivola, einem deutschen Publisher. Liebe Kinder, es ist ein Lernspiel. Und ich glaube, ich sollte etwas näher ranzoomen. Wir spielen Fred und das Flaschenfahrrad. Fred und das Flaschenfahrrad. Ich bin Cleo, die Möwe. Hallo Cleo. Und dies ist die Geschichte von Fred und dem Flaschenfahrrad. Fred ist ein Pinguin und kommt von sehr weit her. Nämlich vom Südpol. Dort hat er eine Flaschenpost im Eismeer gefunden. Und das ist auch der Grund für seine weite Reise. Hast du dir schon ein Verkehrshütchen ausgesucht? Wenn ja, dann klicke es an und du kannst da weiterspielen, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Wenn nicht, dann wähle dir jetzt ein Verkehrshütchen aus. Ja, ich muss sagen, das Spiel hat mich wirklich mein Leben lang begleitet. Spiele von Trivola hatten meine Eltern mir damals ab und zu mal so zum Lernen gekauft. Und Trivola für Kinder ist wirklich die beste Wahl, wenn es um Computerspiele geht, die einen auch Werte vermitteln. Sie sehen gut aus, sie sind handgezeichnet. Die Qualität stimmt, Lernspiele für Kinder müssen nicht langweilig sein. Die können interessant sein, es gibt viel zu entdecken bei diesen Spielen. Es gibt außerdem auch Spiele für Jugendliche. Trivola macht meist Adventures. TKKG gibt es auch Computerspiele von, haben Trivola gemacht, sind bekannte Synchronsprecher auch dabei. Und die sind auch alle sehr gut. Auch für Jugendliche und so weiter auch gerne mal zu empfehlen, falls ihr da draußen Eltern seid, die das hier gerade schauen. Vielleicht habt ihr noch einen alten PC im Keller, weil viele Spiele sind schon etwas älter. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, lasst diesen alten Computer hochholen. Wenn ihr kleinere Kinder habt, holt euch so ein Spiel von Trivola mal. Wie zum Beispiel Fred oder das Flaschenfahrrad. Was ich auch empfehlen kann, Oskar der Ballonfahrer und die Geheimnisse des Waldes. Oder die Sendung mit der Maus. Teilweise bieten Trivola die Spiele auch in Deutsch und in Englisch an. So, dass die Kinder auch noch Englisch lernen können. Und ja. Alles sehr kinderfreundlich gemacht. Noch ein Stück. Na, wir wählen uns mal das Grüne aus. Okay, und nun viel Spaß. Ja, wünsche ich auch. Weil das Fenster ist doch etwas klein. Morgen saß ich auf meinem Stammplatz am Hafen, um mir mein Frühstück zu angeln, als plötzlich etwas Sonderbares passierte. Was bist du denn für ein komischer Vogel? So einen wie dich habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin Fred, der Pinguin. Und wer bist du? Ich bin Cleo. Was willst du denn hier? Ich bin auf der Suche nach dem Fahrrad. So, so, ein Pinguin auf Fahrradsuche. Das sind ja lauter Einzelteile. Fahrräder gibt es wohl, aber Einzelteile fahren nicht herum. Ja, aber... Nein, nein, da wirst du hier kein Glück haben.
und überhaupt, wo soll hier schon ein Fahrrad versteckt sein? Und ob es das Fahrrad gibt, und ich werde es finden. Idiot, kannst du denn nicht aufpassen? Habe ich was falsch gemacht? Oje, wie kann man nur so blauäugig sein? Schlimm genug, dass du in einer fremden Stadt einen Haufen nutzloser Fahrradteile suchst. Du weißt ja noch nicht einmal, was eine Straße ist. Finde doch erst einmal heraus, wie das alles hier funktioniert. Ja, und damit noch einmal herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Leute, die das schauen, zu Fred und das Flaschenfahrrad. Ja, wir haben hier ein nettes kleines Adventure vor uns, was wir hier anklicken können. Ja, neben der Action, die hier auf meinem Kanal so abgeht, kann man das ja insoweit mal machen. Entspannen, zurücklehnen. Wir brauchen noch 3 Kilo Müll. Ei, ei, Captain, 3 Kilo. Schon unterwegs. Ja, und ab geht die Post. Leider ist das Teil hier etwas klein vom Bildschirm her. So. So, 3 Kilo. Und der Hase spielt einen netten Song. Ja, was gibt's noch hier zu entdecken? Ja, die hier oben. Ich liebe. Der Angler. Oh. Oh. Juhu, mein Fahrrad. Genau wie auf der Karte. Ich hab's gewusst. Ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ein Sattel ist allerdings noch lange kein Fahrrad. Das stimmt leider. Immerhin, wir haben einen Sattel. Hier können wir die Lautstärke regeln. Schön, dass das auch geht. Hier können wir uns das Fahrrad nochmal anschauen, was uns noch fehlt. Und hier kommen wir zum Stadtplan, wo wir schon waren und wo wir hingehen können. Ba 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 da, ba 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 ba. Ja. Dann haben wir hier noch. Oh! Ein Flugzeug! Kleines, was hier rumdüst. Wenn ich das zu Hause erzähle, das glaubt mir ja niemand. Es glaubt ja auch niemand, dass du da warst. Oh, das sieht ja genauso aus wie mein Flaschenfahrrad. Ach ja, ach ja, ach ja. Die schöne alte Kindheit. Links oder rechts? Da lang gehen wir mal. Möchtest du zum Waschweg gehen? Waschweg? Ja. Nein? Nein. 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 Ja. Ja, wieso nicht? Ab zum Waschweg! Guck mal, Cleo, da! Hast du das gehört? Da ist vielleicht mein Fahrrad drin. Blödsinn! Ein Fahrrad! In so einem kleinen Karton! Halt, ein Mini-Fahrrad! Das ist so gefährlich! Nun geh doch endlich, worauf wartest du denn noch? Solange du wie festgefroren auf der Straße rumstehst, erkläre ich dir überhaupt nichts. Stimmt. Was hat er jetzt schon wieder falsch gemacht? Es könnte sein, dass dein Fahrrad drin ist, aber nur ein Mini-Fahrrad. Da da be da ba ba be. Ja.
Was gibt's denn erstens noch mal zu entdecken? Als erstes fällt natürlich auf diese Sachen da. Ist alles schön kindlich gemacht, schön witzig. Ich habe das seit Jahren wirklich nicht mehr so gespielt. Ich habe das kaum angerührt. 2 oder 3 Jahre ist her, seit ich das letzte Mal irgendwie das reingelegt habe. Und es kommt mir immer noch vor, als wäre es gestern. Ach ja, ach ja. Da haben wir hier. Happy Halloween! Happy Halloween! Ein Kürbis auf einem Stuhl in einem Kochpott. Eine große Flasche haben wir da. Riesenwaschmaschine. Und da. Taxi! Zur Kuckuckskreuzung, bitte! Kuckuckskreuzung? Kein Problem. Nochmal ein Taxi. Stimmt so. Danke. Sehr großzügig. Yep. Sehr großzügig. Wo will er jetzt hin? Immer noch zur Kuckuckskreuzung? Zum Hafen, bitte. Hafen? Kein Problem. Zu Captain Blaubeer, bitte. Ne? Joa. Hau. Der Esel schuftet und macht IA. Schüttet das Teil zu. Oh. Was? Das wusste ich doch gar nicht, dass das geht. Das ist lustig. Lustig. Nee. Immer erst schauen, bevor man auf die Straße fährt. Oh. Ja. So viel zu Fahrrad. So viel zu Fahrrad. Jo. Wo kann es hier sein? Natürlich. Nee. Guck mal, Cleo. Da ist mein Fahrrad. Blödsinn. Das ist doch bloß der Lenker. Solange du nicht alle Teile gefunden hast, ist das noch lange kein Fahrrad. Das stimmt. Immer auf, immer die Einzelteile zusammenflicken. Wo jetzt lang? Ich würde sagen nach oben, ne? Hier geht's zum Memory-Spiel. Hast du Lust? Ja? Oh, ein Memory. Na klaro, machen wir mal, machen wir mal. Och, das ist ja langweilig. Die Karten sehen ja alle gleich aus. Von wegen langweilig. Du musst die Karten ja auch erstmal umdrehen. Die Karten auf dem roten Feld sind die Geräuschekarten. Ich will die da. Nee, nee. Eine Autohupe. Das hört man doch sofort. Sehr gut. Aber das ist noch nicht alles. Versuche auf dem blauen Feld das passende Bild zu finden. Dann nehme ich ganz einfach die Karte da. Mal sehen, was drauf ist. Ach, so ein Pech. Nur ein altes Telefon. Mach dir nichts draus. Die ersten Karten sind immer am schwierigsten. Nun werden die Karten gemischt. So, dann wollen wir mal loslegen, liebe Kinder. Was kann das sein? Flugzeug? Elefant? Flugzeug? Nein, ein Ball. Hier haben wir natürlich das Telefon. Aus dem Wecker. Fantastisch!
Bap. Okay, dann eben kein Telefon. Könnte das ein Kreuzfahrtschiff sein? Nein. Bei dem Teil bin ich sogar überfragt. Das könnte ein Flugzeug sein. Das ist eine Autohupe. Nein. Eine Fahrradklingel. Bohrer? Was gibt's noch? Auto. Das war klar. Super. So, was gibt's noch? Die Fahrradklingel. Die Fahrradklingel. Ja, ich weiß. Ich bin wunderbar. Ihr seid auch wunderbar. Liebe Kinder, was haben wir hier? Richtig. Das Kreuzfahrtschiff. Fantastisch. Mehr davon. Und hier haben wir natürlich die Vögel. Das? Ich hatte recht, das ist ein Flugzeug. Bap, bap, bap. Und da flog's weg. Das ist der Ball. Dann haben wir hier den Akkubohrer. Einfach wunderbar. Beziehungsweise den Presslufthammer mit der Wechselkammer und da mache ich Krach. Und den Hund. Fantastisch. Mehr davon. Juhu, gewonnen. Was? Willst du etwa weiterspielen? Ich denke, du suchst dein Fahrrad. Oh ja, richtig. Mein Flaschenfahrrad. Ja. Das hätte ich ja glatt vergessen. Möchtest du zum Waschweg gehen? Ja. Nein? Bei Nein spielen wir noch eine Runde, aber ab zum Waschweg. Und wir sehen uns nächste Folge wieder, liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Leute. Bis dahin, tschüss.